Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Alpaka 42. Das ist eine Lerntimer-App. Hier in der Lerntimer-App haben wir uns beschlossen, dass man, wenn man, man soll auf jeden Fall Spaß haben beim Lernen. Und da hatten wir halt die Idee, dass man ein Belohnungssystem einbaut. Das heißt, wenn man einen Timer stellt, dann soll man lernen in der Zeit. Zum Beispiel 10 Minuten. Dann lernt man in den 10 Minuten und dann bekommt man eine Belohnung dafür. Also in dem Fall ist bei uns ein Alpaka. Die Features, die wir bis jetzt geedit haben, sind verschiedene Fächer, die man auswählen kann. Dass ich zum Beispiel auswählen kann, ja, ich lerne jetzt für Mathe oder ich lerne für Geschichte. Und das kann man dann auch auswählen, halt für was man lernt. Außerdem haben wir auch noch ein Scoreboard, auf dem man sehen kann, wer wie viel gelernt hat. Da kannst du dich mit einem Nickname einloggen und dann kann jeder sehen, wie viel du gelernt hast. Also für die Design unserer App haben wir die Krita benutzt und der Programm war Swift. Und für die Website haben wir HTML und Python benutzt. Wie schon gesagt, haben wir auch zwei Webseiten eingerichtet. Einmal Website Nummer 1 mit einem Scoreboard und Website Nummer 2 mit Informationen über unsere Ideen und unsere Namen. Wir kommen jetzt auch gleich mal zu einer Live-Demo. Da können wir euch mal zeigen, wie die App aussehen würde, wäre es eine App. Da wechseln wir gleich mal den Bildschirm. Das ist jetzt auch ein Handy zugeschnitten und man sieht gleich das Interface. In der Mitte ist eine Uhr, die geht, je nachdem wie viel man einstellt, einmal rum in 10, 20 oder 45 Minuten. Unten haben wir hier die Auswahlmöglichkeiten 10, 20 und 45 Minuten oder auch Timer Reset. Dann gibt es aber auch oben noch den Knopf Fächer, auf den wir jetzt gleich mal drücken. Und wie man hier sieht, sind viele Fächer, die man auswählen kann, für welches Fach man halt lernen will. Wir nehmen da jetzt zum Beispiel mal Mathe. Und dann kommt schon die Nachricht, du lernst nun Mathematik. Let's learn. Dann gehen wir raus und stellen einen Timer, jetzt zum Beispiel mal auf 10 Minuten. Und dann sieht man auch, also man sieht es halt noch nicht, in 10 Minuten geht der Timer einmal ganz rum um die ganze Uhr. Das heißt, die Zeit verläuft einmal rum 10 Minuten und nicht 60 Minuten, weil das dann, man dann besser sehen kann, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Genau, und wenn man jetzt ein Alpaka hat, wie wir oben, dann kann man hier oben seinen Namen eingeben und dann seinen Spielstand posten auf der erwähnten Webseite. Wenn man da jetzt Max nimmt oder Max Mustermann und auf Posten drückt, dann kommt man zur Website. Genau, hier. Und da sieht man jetzt, wenn man oben links einmal updatet, da unten ist der Max mit seinem einen Alpaka. Das war's auch schon mit unserer Präsentation von heute. Ich hoffe, es hat uns gefallen. Und wir bedanken uns auch noch wir bedanken uns auch noch bei unseren zwei Mentoren. Wo sind sie? Da hinten. Großer Applaus für euch. Kommt zu mir. Kommt zu mir, machen wir Platz für die Nächsten. Ich glaube, fantastische Idee. Lehrer hassen diesen Trick, wenn ihr genau nachzeigen könnt, wann ihr gelernt habt. Ich habe nur eine Frage bei eurer App. Ich finde die super spannend, aber wie kontrolliert ihr, ob ihr einen 10-Minuten-Timer stellt und dann auch wirklich Mathe gelernt habt und nicht irgendwie YouTube geguckt? Gut, es ist so, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit, aber man hätte zum Beispiel auch noch was einbauen können, wie du musst zum Schluss deine Arbeit, die du gemacht hast, einscannen. Oh. Und dann weiß man, okay, ja, der hat wirklich was gemacht. Und vielleicht könnte man auch noch machen, dass man eben den Zugriff auf die anderen Apps, die offen sind, erlaubt und dass dann halt nur
diese Website offen ist und nicht YouTube. Das klingt so einfach, wenn du das sagst. Kannst du mir ungefähr abschätzen, wie viele Jugendhakt-Wochenenden ihr noch bräuchtet, um das mit einzubauen? Also eins oder 100 oder? 14? Wir sehen uns dann in 14 Jugendhakt-Wochenenden wieder. Danke euch, großer Applaus.